Recht herzlich willkommen zur 46. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, schauen wir mal durch, was hier so geht. Da sind wir noch mit Capri unterwegs. Das werden wir zur Kernprovinz machen, genau. Was, achso, da sind Kolonien, die noch offen sind. Provinzen, klar. Und da können wir so ausbauen. Ist auch schon durch. Da haben wir nicht so viel Geld für. Waffenruhe endet mit Norwegen und Frankreich. Okay. Beraterplätze haben wir kein Geld für. Unruhen sind auch noch da. Da müssen wir mal gerade reingucken. Norwegische Nationalisten kommen. Orkney und Capreje sind die unterwegs. Okay, da sollten wir vielleicht mal Maßnahmen ergreifen. 20% ist besser. 13%, da können wir mit leben. Was haben wir noch hier? Unruhen hatten wir gerade und ein Darlehen wird bald fällig. Haben wir nur noch 4 Darlehen. Schauen wir mal gerade rein. Zurückzahlen können wir keins, weil sie zu teuer sind. Aber es sind tatsächlich nur noch 4. Das ist doch schon mal eine ganz coole Geschichte. Wir haben einen Taler über. Können hier leider die Inflation noch nicht senken. Können aber definitiv mal das Spiel laufen lassen. Da kommt eine Nachricht rein. Und die möchten eine Staatsehe haben. Die akzeptieren wir natürlich. Ja, dann kommen wir mit 11 weiter. Lass mal gerade hier reingucken. Da sind wir jetzt bei 9, 10 und 6. Hier unten müsste es weitergehen. Wir müssten eigentlich unsere... Sag schon... das hier mal ändern, ne? Unsere Herrscher sind demnächst, naja, nicht so gerade so. Ich glaube, wir machen das mal. Damit wir unten mal ein bisschen mehr militärisch besser werden, ne? Ein Berater. Kostet 1,80. Ein Limit. Das bringt uns aber nichts. Der ist jetzt nicht so der Bringer. Moral wäre schon cool, aber der ist zu teuer. Den können wir uns nicht leisten. Und hier Disziplin wäre auch nicht schlecht, aber auch zu teuer. Was wäre hier sonst noch so? Unruhen runter. Steuerannahmen. Prestige. Okay, was da? Okay, da können wir hier noch einen Kolonisten holen, wenn. Ja. Was haben wir danach? Weltreich. Können wir die Flotte erhöhen? Bringt uns das aber was? Das ist die Frage. Eigentlich eher weniger. Stufe 9 erreicht und benötigt die Stufe 10, um da weiterzukommen. Gut, lassen wir erstmal noch so. Ja, da müssen wir schauen, dass wir das höher kriegen, auf jeden Fall. Okay, Osmanisches Reich. Gucken wir mal gerade, wie sind die Osmanen denn? Oh, die Osmanen sind ja riesengroß. Okay, könnte sein, dass wir da vielleicht reingezogen werden. Gute Frage, ne? Die sind hier schon voll am Campen. Verloren. Bären, okay. Eine Eroberungsrüstung gegen die, naja. Osmanisches Reich. Das ist dann die Frage, ne? Wenn wir da hin wollten, dann würde das auch nicht so einfach sein. Müssen wir mal gucken, wie wir da weiter durchkommen. So. Da wieder laufen lassen. Und wie weit waren wir hier oben in Nordamerika? Ach, da waren wir noch gar nicht. Wenn wir den jetzt senden, kostet uns das relativ viel Geld, ne? Eine positive Bilanz, aber so dolle ist die ja nicht. Okay, wächst gerade allerdings. 1,53, ich weiß nicht, ich glaube 2 Dukaten oder sowas sind das. Oder was das auch hier gerade für eine Währung ist. Die, ne? Oh, da fehlt nur ein. Jetzt können wir das senken und das machen wir auch. Haben wir nochmal so 25 dazu gekriegt, knapp. 24 waren's. Ja, Korruption, ne? Das ist hart hier. Geht aber runter. Gut, lass weiterlaufen.
Ja, was machen wir als nächstes? Gute Frage, ne? Hier, da müssten wir auch noch mehr tun, ne? Alles norwegisch hier. Ah, das ist gleich, Cabrera ist gleich durch. Das ist schon mal cool. Dauert nicht mehr lange. Dann ist das nicht mehr norwegisch. Dann ist das eine Kernprovinz. Cabrera war das hier, ne? Ja. 93, ja. Jetzt wäre dann zu überlegen, das hier zu machen. Also das bringt uns jetzt hier nicht wirklich weiter, ne? Und da kommt schon wieder Rebellenaufstand. Unterdrücken wir. Und nochmal 50, nochmal unterdrücken. Ist aber nichts. Haben wir die jetzt unterdrückt oder was? Weiß ich nicht, kann auch sein. Da hat sich was an Fisch geändert. Okay, die Franzosen kämpfen irgendwo anders noch. Cabrera ist jetzt unsere Provinz, okay. So, protestantisch, norwegisch. Das müssen wir noch ändern. Können wir aber jetzt gerade nicht. Das ist jetzt die Kernprovinz dann. Gut, wie sieht das hier eigentlich aus? Ist alles gut hier. Katholisch. Kriegen wir das denn missioniert hier? Nee, ne? Wir haben keine. Ach, die sind unterwegs, alles klar. Gut. Wo war das hier, wo die rauskommen wollten? Orkneys, oder? Das müssen wir mal gerade checken. Mach das hier. Maßnahmen. Okay. Ja, das wird ein bisschen viel jetzt. Stufe 2 Künstler. William Shakespeare in London, die an. Stabilität. Minus 10. Mal gleich mal gucken. Da erhalten wir so viel. Handelseinfluss. Handelseffizienz. Ist auch nicht schlecht, ne? Das sind 10 Jahre. Und das ist eine Einmalzahlung. Handelseinfluss. 15% mehr. Handelseffizienz, das wäre 15% mehr. Wie viel ist denn 15%? 50, 75 Cent sozusagen. Und das erscheint mir so, als ob das hier effektiver für uns ist. Ich glaube, ich nehme das, dann kann ich noch einen Kredit abbezahlen. Und das ist für uns doch ein bisschen besser, ne? Was sind da jetzt aufgepeppt? Wir können Verteidiger des Glaubens werden. Okay. Kostet uns 500. Wow. Na, ich weiß nicht, ob wir da, ne, da haben wir kein Geld für, definitiv nicht. Ich zahle lieber hier einen Kredit zurück. 97 sind sie alle. Ne, der letzte ist 98 und der oberste ist dann der nächste. Wäre sowieso bald fällig. Okay, warte mal, gehen wir nochmal zurück. 2,7. Sehen wir dann. Oh, guck mal, wie viel das gibt. Das bringt's ja, weniger Zinsen zu bezahlen. Okay, religiöse Unruhen. Jetzt haben wir noch 294. Rein theoretisch können wir das auch noch machen. Und ich tendiere dazu. Dann können wir das hier nochmal sehen, wie das wieder steigt.
Das ist reichlich, die Kreditzinsen da uns beuteln. Okay, hier können wir noch was machen. Dann machen wir das mal. Gut, das haben wir erledigt. Jetzt fordern die noch hier Klerus. Können die das denn da machen? Nö. Das ist noch nicht so weit. Hier würde was gehen, aber bestimmt doch, der Klerus sogar. Okay, dann sollen die das da machen. Dann sind die auch wieder glücklich. Das war da, das haben wir noch nicht erreicht, deswegen geht das noch nicht. Hier arbeiten wir noch dran. Hier können wir was Neues machen, oder? Ja, zur Kernprovinz. Achso, das ist jetzt der schnelle Weg, so, klar. So, und der nächste wäre dann wahrscheinlich Prince Edward Island. War das hier? Ne. Wo ist denn das? Weiß ich auch nicht. Nochmal. Ah ne, da. Doch da. Ah, war ich wohl nicht richtig drauf oder so. Alles klar. Gut, okay. Das dauert aber noch. Und die sind jetzt wieder mit 60% Innovation, Leute hier. Wo wollen die denn rauskommen, wenn? Immer noch Cape Ray und so. Und auf den Orkneys ist das größte Problem wohl. Ja. Okay. Wieder damit durch und fertig. Da ist immer noch, ne? Machen wir nochmal. So, jetzt können wir dann nicht mehr. Jetzt haben wir die ein bisschen runter gemacht. Haben wir auch nicht so prickeln, ne? So, weiter geht's erstmal. Wie sieht's denn hier mit Bündnisse aus? Okay, das ist noch nicht gut. Und Schweden, wie ist mit denen? Da sieht es ein bisschen besser aus. Wie können wir das denn verbessern? Armeestärke ist zu wenig und Flotte ist auch zu wenig. Da sollten wir dann was dran tun, meinen die. Ja, Flotte ist. Das ist alles, was wir an Schiffen haben, ne? Da können wir so oder so schon was tun. Das kostet ja Spaß. 50. Ich glaube, so ein großes Schiff, machen wir mal eins. Kriegsklärer. Karavelle. Was haben wir denn hier noch? Automatischer Transport. Verbündete an Bord lassen. Eingeborenen in Avalon. Okay. 100 Bevölkerung dazu. Staatsmann ist gestorben. Was haben wir hier noch? Können nichts erkunden, okay. Doch kein Anführer für die Flotte, ist auch okay. Dann lass uns mal gerade gucken. Avalon war hier, ne, oder? Das sind jetzt, naja, 55 im Jahr kommen dazu. Läuft, ne, aber da ist gar kein. Okay. Da ist gar keiner, der das unterstützt. Ja, ich glaube, da machen wir mal den da rein, ne? Das kostet uns zwar jetzt ein paar Mark, aber dann geht er doch schneller, ne, oder? So. Da ist nix. Da wollte ich hin. 3,85. Der Kolonist ist. Doch da, oder? Oder muss er noch anreisen?
Nee. Der kommt erst in ein paar Tagen an. Dauert länger, bis er da ist. Und dann 3,98 haben wir da jetzt. Und dann fällt das gleich ganz krass ab. Ne, jetzt war er, glaube ich, nur runter, ne, wenn er da ist. Kolonien sind da. Okay. Navigator ist gestorben. Gut, das ist nicht gut. 3,74. Nur der Jahre des Friedens. Eroberung der Hauptstadt. Nee, das wollen wir jetzt nicht machen. Ist der Kolonist schon unterwegs da jetzt oder nicht? Oder ist er schon da? Der ist schon da. Da sehe ich jetzt auch keinen Unterschied, ne? Religiöse Spannung, heißes Fenster im Hintergrund. Müssen wir mal gucken. Riskieren wir. Ja, ich glaube, das können wir gerade nicht gebrauchen. Das müssen wir so ein bisschen gegenwirken. Philosoph gestorben, auch nicht so dolle. Reykjavik. Da ist Reykjavik, oder? Ne, da war es doch schon richtig. Okay, da sind sie schon am Arbeiten dran, aber das sieht echt schmager aus, ne? Wie viel geht denn das besser? Gar nicht. 94%, die kriegen wir gar nicht konvertiert. Religiöse Eifer, ey, die sind verrückt da, ne? Wir haben noch einen dritten irgendwo. Wo ist der denn unterwegs hier? Ne. Können wir das irgendwo her sehen? Ah, da, okay, dann passt es erst. Hier, wie weit sind wir da? Geht es ein bisschen besser voran, ne? Da haben wir auch 6% plus, das ist ja schon mal was. Gut, okay. Die Idee ist immer noch da mit dem Kolonisten. Sollten wir da noch was reinstecken? Ich weiß es nicht. Das Pause können wir erstmal wieder rausnehmen. Und dann müssen wir mal überlegen, was wir da machen, ne? Wie weit sind denn die Österreicher mit den Osmanen da unten? Oh, da geht's voran, ne? Sieht gut aus. Jetzt haben wir dann da den verlängert. Auch okay. Das ist jetzt hier vom Osmanischen Reich. Durch Ungarn besetzt. Die Ungarn machen mit, okay. Ja, gut. Das ist alles soweit gut. Die Truppen sind da. Das ist jetzt nicht so prickelnd, aber wir könnten da eigentlich nochmal schauen, dass wir da was machen. Da können wir mal eine Kanone noch einsetzen. Und hier gehen wir mal nach London. Hier gibt's das alle gar nicht, ne? Da gibt's keine Kanonen hier. So, dann würde ich sagen, lass uns das da drüben nochmal weiter in Angriff nehmen, dann mit den Kanonen. Machen wir noch Zweier. Und die schicken wir dann rüber. Dafür können wir die Flotte aber schon dahin schiffen. Das große Schiff ist noch unterwegs. Da den verlängert. Okay. Oh, 218. Dann kostet er uns irgendwo was. Naja, lassen wir so. Ah, da ist auch jetzt was fertig. Einwohnzone Garnison. Was kommt danach? Erweiterte nach Schubkolonnen.
Ja, das müssen wir mal machen, da wegen dem Verschleiß dahinter, ne? Ist so. Da können wir gleich auch noch einen wieder machen. Prozent fehlen dann nur noch. 2 Punkte nur. Wollen wir nur einen Monat warten wahrscheinlich. So, und dann machen wir das, ne? Sind wir da auf Stufe 11. Gut. So. Gibt es da jetzt jemanden, der Einheiten mit Armee? Brauchen wir nicht unbedingt. Stabilität dazu, auch schön. Oh nein. Dann müssen wir gerade nach Avalon hin und müssen gerade mal rüber gehen. Damit die Bescheid wissen, dass wir da sind. Okay. Oh nein. Das war's wohl, ne? Okay, da ist die Konvertierung erfolgreich. Die schicken wir mal wieder zurück, ne, oder? Obwohl die. Ach, da haben wir jetzt. Ah, na komm, das machen wir mal wieder rückgängig. Das war schon fertig. Und gehen da mal wieder hin. Und dann vereinen wir die da. Und die sollen dann gleich aufs Schiff, ne? Wegen Belagerung und so, ne? Okay. Da verlieren wir richtig Geld. Und da verlieren wir Unruhen und sowas. Wieder zu viele Fenster auf einmal. Oh. Okay, da müssen wir dann wohl die Quarantäne herstellen. Da verlieren wir 100 Dukaten, oder aber es entstehen Unruhen, die kann ich mir nicht leisten. Gut, hier sind nämlich schon Unruhen ohne Ende wieder zugange. Aber das haben wir doch schon. Orkney konvertieren, machen wir das noch nicht? Ne, machen wir noch nicht, ne? Das machen wir auf jeden Fall. Und das geht auch. Und dann unterdrücken wir noch die Rebellen. Und hoffen, dass wir da irgendwie durchkommen, ne? Sieht nicht gerade gut aus. Kernprovinz geht da auch noch. Gut, dann. Sonst noch wo? Nein, nur da. Gut. Läuft auf jeden Fall. Aber ich denke mal, für die Folge soll es auch reichen. Dann speichern wir erst ab. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.